Willkommen, liebe Zuschauer, zu Börse Live. Gleich in der Sendung ist Katrin Ehling von Xtrade Brokers. Mit ihr bespreche ich die wichtigsten Themen des Tages. Wir schauen unter anderem auf Zypern und jetzt natürlich auch mal der Blick auf den DAX, denn das Thema Zypern lässt die Anleger nicht los. Der DAX weiterhin relativ unsicher unterwegs. Wie geht er denn aus dem Handel weg? Ja, 7.800 und genau 79 Punkte, na, sagen wir mal 7.980 aufgerundet. Das sind also zum Schluss dann tatsächlich nur noch 8 Punkte oder 8 Pünktchen übrig geblieben. Ja, schon verwunderlich, dass wir überhaupt noch im Plus schließen, weil, wie gesagt, die Situation heute ging immer wieder rauf, immer wieder runter. Da war es natürlich immer wieder neue Nachrichten rund um Zypern. Die Verunsicherung, ja, hat man jetzt mit einem Bankrun zu rechnen? Heißt es, dass dementsprechend morgen, übermorgen, wenn die Banken in Zypern eröffnet werden sollen, die Kunden ihr komplettes Geld abheben oder gibt es Reglementierungen? Werden diese Reglementierungen wirken? Und vor allen Dingen, wie sieht es denn überhaupt aus mit dem großen Thema Kapitalflucht in den angeschlagenen Ländern? Das heißt also hier natürlich Italien, Spanien, Griechenland, Irland. Ja, hat man damit dann zu rechnen, dass jetzt die Sparer, die Einlagensicherer dementsprechend hingehen und ihr Geld vielleicht doch aus dem Markt herausziehen, weil man sagt, naja, bei den Banken liegt es ja nicht sicher, weil da sehen wir ja ganz klar, die Staaten vollstrecken in unser Konto hinein und das wollen wir logischerweise nicht. Da haben wir noch keine klare Meinung zu, da muss man jetzt zuerst mal dementsprechend ein bisschen abwarten, aber alleine die Befürchtung, die sorgt natürlich an den Börsen durchaus schon für Verunsicherung, Caroline. Und wenn wir weiterschauen, wir hatten noch etwas schwächere Daten von der US-amerikanischen Konjunktur, vor allen Dingen das Verbrauchervertrauen hat nicht für Vertrauen gesorgt, nein, das ist eingebrochen in den Vereinigten Staaten mit einem niedrigeren Wert und somit halt eben auch die Märkte, und das haben wir relativ deutlich auch beim Eurostox gesehen, zuerst einmal ein wenig abgetaucht. Wie gesagt, wir gehen mit 8 Punkten plus aus dem Handel heraus und jetzt müssen wir mal abwarten, was die Woche noch so bringt, weitere Nachrichten aus Zypern dementsprechend zu bringen und dann halt eben auch wieder weiterschauen. Was ist los in Spanien? Was ist los vor allen Dingen in Italien? Von den Italienern haben wir länger ja schon nichts mehr gehört. Und was passiert mit Griechenland? Also dementsprechend mal wieder ganz, ganz klar politische Börsen. Nochmal ganz kurz der Blick auf die Tops und Flops. Hat sich denn da noch was getan? Ah, nicht wesentlich, muss ich sagen. Wenn wir drauf schauen, wir haben eine starke Heidelberger Zement, wir haben eine starke Lanxess. Die Lanxess natürlich deswegen stark, weil mal wieder Gerüchte und Spekulationen da sind, dass angeblich Dupont Interesse an Lanxess hätte, also hier eventuell eine Übernahme plant, aber da ist noch weder was bestätigt, noch ist da was raus. Lassen wir auch brav in der Gerüchtekiste liegen. Merck Conti, Nachrichten los. Adidas mit einem sehr, sehr interessanten Interview vom Chef Herbert Heiner im Le Figaro, der französischen Zeitung. Ja, da hat er sich sehr stark und sehr willig gezeigt, 2015 seine Ziele zu erreichen und vor allen Dingen halt eben rechnet er mit weniger Gegenwind von Seiten der Rohstoffmärkte und das kam am Markt dann doch relativ positiv an. Wenn wir nach unten schauen, dann sehen wir eine schwache Deutsche Telekom, schwache Post, Fresenius, sehen wir leichter dann die Deutsche Lufthansa, Commerzbank und auch die Deutsche Börse AG gibt leicht ab. Dankeschön, Micke, für die Einschätzung nach Frankfurt. Gerne. Wir haben es also gesehen, nach wie vor große Unsicherheit beim Thema Zypern. Die Anleger halten sich also zurück und das, obwohl Zypern mittlerweile gerettet ist. Warum der DAX momentan trotzdem so zart beseitet ist, das sehen Sie jetzt. Der Markt hat es diese Woche nicht leicht. Nachdem die Pleite Zyperns in letzter Sekunde abgewendet wurde, atmeten die Börsen spürbar auf. Der DAX machte einen Freudensprung über die 8000er-Marke. Doch schon kurze Zeit später schockten Aussagen von Euro-Gruppenchef Dijsselbloem den Markt, wonach der Restrukturierungsplan für zyprische Banken als Vorlage für den Rest der Eurozone dienen solle. Die heftigen Marktreaktionen waren der Euro-Gruppe dann wohl selbst nicht so ganz geheuer. Jedenfalls relativierte man die Aussagen, Zypern sei kein Modell für Europa. Doch was denkt man an der Börse darüber? Ja, die Äußerungen von Herrn Dijsselbloem kommen an den Märkten natürlich ganz schlecht an. Und zwar nicht nur bei uns in Europa, sondern durchaus auch in Japan und in Amerika. Die Börsen haben ja alle gelitten. Und Herr Dijsselbloem ist ja nun etwas neu im Geschäft, im politischen Geschäft und wird sich in Zukunft wahrscheinlich schon etwas vorsichtiger äußern. Aber insgesamt sollte es natürlich sicherlich ein Warnschuss für andere europäische Länder sein, dass es ihnen nicht ergeht wie Zypern. Aber müssten sich im Ernstfall auch andere Länder auf ähnliche Lösungsansätze gefasst machen? Nun, es war ja auf jeden Fall ein Tabubruch und es ist durchaus denkbar, dass man diese Situation eben auf andere Länder übertragen kann. Es müssen ja nicht die großen europäischen Länder sein, aber zum Beispiel Slowenien, nicht zuletzt auch Griechenland.
stellt sich die Frage, was würde es für den Markt bedeuten, wenn das Zypern-Modell tatsächlich Schule machen sollte? Nun, es kommt auf die Größe der anderen Länder an, zum Beispiel Slowenien. Könnte ich mir vorstellen, dass sich die jetzt schon auch Gedanken machen, ihre Wirtschaft, ihre Haushalte in Ordnung zu bringen, ihr Bankensystem zu reformieren. Das werden auch andere kleine Länder jetzt tun. Dahingehend war der Fall Zypern sicherlich ein positives Beispiel und wie gesagt ein Warnschuss. Aber bei Deutschland oder bei Frankreich, bei Italien, bei den großen EU-Ländern wäre das sicher der Auslöser für einen heftigen Crash und zwar weltweit. Auch wenn Zypern gerade noch so vor der Pleite gerettet wurde, die Erschütterungen, die das erneute Aufflammen der Eurokrise ausgelöst hat, könnten noch ein Weilchen weitere Wellen schlagen. Wir machen weiter mit der Lufthansa. Wir haben schon gesehen, die Aktie heute unter Druck. Die Tarifverhandlungen bei der Lufthansa sind nämlich festgefahren. Die Finanzchefin Simone Menne gibt sich weiterhin hart und sagte, wir sind bereit für neue Streiks, Notfall auch der Piloten, wenn dadurch unsere langfristigen Ziele erreicht werden. Die Lufthansa hat von den Arbeitnehmern Nullrunden und längere Arbeitszeiten gefordert, als Beitrag zum laufenden Sparprogramm. Menne sagte außerdem, wir würden nicht wegen kurzfristiger Harmonie unser langfristiges Wachstum aufs Spiel setzen. Die Freenet AG schlägt für das Geschäftsjahr 2012 eine Dividende von 1,35 Euro vor, nach 1,20 Euro im Vorjahr. Die bereits Ende Februar gemeldeten vorläufigen Zahlen wurden bestätigt. Freenet steigerte demnach das Konzernergebnis um 20% auf 173,2 Millionen Euro und erreichte damit das bisher beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. LPKF hat für 2012 erneut starke Geschäftszahlen vorgelegt. Alle wichtigen Kennzahlen haben die Erwartungen übertroffen. Auch der Umsatzausblick für 2013 liegt mit 112 Millionen Euro leicht über der Prognose. Die DZ-Bank ist zufrieden mit diesen Zahlen und sagte, LPKF sei gut auf Kurs und die Anlagestory intakt. Zentraler Wachstumstreiber bleibe dabei das LDS-Verfahren zur Messung von Maßanfertigung und von 3D-Schaltungen. Und wir schauen jetzt auf die wichtigsten Themen des Tages und ich begrüße Katrin Ehling von X-Trade Brokers. Frau Ehling, schauen wir uns mal den DAX an, der ist nach wie vor ziemlich unsicher. Die Anleger zögern nach wie vor beim Thema Zypern, das sorgt für Unsicherheit. Wie geht's denn weiter beim DAX? Ja, genau. Also man hat heute ganz deutlich wieder gesehen, dass hier die Unsicherheit bzw. die Angst, dass die Kontoinhaber doch an der Bankenrettung beteiligt werden könnten, einfach den Handel dominiert. Schaut man sich mal im Vergleich den Handel an. Gestern, heute hat man gesehen, dass der Handel doch um ein Drittel eingebrochen ist. Morgen und übermorgen dürfen wir dann wieder Konjunkturdaten erwarten aus Deutschland und aber auch aus Amerika. Sollten diese leicht positiver ausfallen als erwartet, könnte dieses dem DAX nochmal Aufwind geben. Das ist ganz, ganz klar. Sie haben es gerade schon angedeutet, es gibt ja Verunsicherungen bei den Märkten. Dafür hat auch Jeroen Dijsselbloem gesorgt, der Euro-Gruppenchef. Er sagte, dass die Anteilseigner, die Anleihenbesitzer und auch die Kontoinhaber bald bei der Rettung von Banken ihren Teil mitleisten können. Was halten Sie denn jetzt von dieser Aussage und was bedeutet das auch für uns hier in Deutschland? Naja, also ich halte das an sich für eher unwahrscheinlich. Diese Aussage wurde ja eigentlich auch schon wieder revidiert. Zypern soll in der Tat eine Ausnahme sein. Wie wurde heute so schön gesagt, makroökonomische Anpassungsprogramme sind für die betroffenen Länder maßgeschneidert und es werden keine Modelle übernommen. Heißt also mit anderen Worten, Zypern oder Zyperns Bankensystem im Vergleich zu der gesamten Eurozone im Euro-Durchschnitt ist einfach nicht zu vergleichen. Das heißt also, das ist absolut unwahrscheinlich. Ich denke nicht, dass man sich hier diese Sorgen wirklich machen muss. Sie würden also sagen, das ist eher Panikmache, was wir da im Moment sehen, diese ganzen Unsicherheiten? Genau, genau. Dann schauen wir mal auf die Lufthansa. Da geht es ja bei den Tarifverhandlungen noch ein bisschen weiter. Die Lufthansa zeigt sich weiter unnachgiebig. Finden Sie das richtig? Ist das die richtige Strategie, gerade auch langfristig? Also langfristig würde ich sagen, ist meiner Meinung nach ein unzufriedener Mitarbeiter nicht wirklich sehr gewinnträchtig für das Unternehmen. Ich verstehe schon, dass man hier möchte, dass die Mitarbeiter die Sparmaßnahmen mittragen und auch ihren entsprechenden Beitrag dazu leisten. Aber langfristig muss man auf jeden Fall schauen, dass für beide Seiten eine zufriedenstellende Lösung hier geschaffen werden kann. Und ich denke, dass sich hier beide auf jeden Fall entgegenkommen müssen, früher oder später. Man hat ja auch ganz deutlich gesehen, zum Beispiel letztes Jahr haben alleine 3 Tage Streik circa 33 Millionen Euro das Unternehmen gekostet.
Also hier muss man auf jeden Fall sich einigen. Glauben Sie, dass die Lufthansa dann noch einen Schritt auf die Mitarbeiter zumachen wird? Ist das jetzt im Moment vielleicht eher Taktik? Ja, also ich würde auch sagen, das ist eher Taktik. Am Ende wird man sich definitiv einigen, aber auch wirklich einigen müssen. Denn wie gesagt, unzufriedene Mitarbeiter sind langfristig kein Gewinn für das Unternehmen. Dann schauen wir mal auf das Unternehmen LPKF. Da gab es starke Zahlen. Würden Sie sagen, dass die Aktie momentan ein Kauf ist und noch Potenzial hat? Ja, auf jeden Fall. Also das Unternehmen hat sich ja hier in einer Nischenbranche aufgestellt. Es geht hier eigentlich um die Miniaturisierung von elektronischen Geräten, die sehr, sehr wichtig geworden ist. Das Unternehmen hat jetzt einen großen Umsatzsprung gemacht. Selber erwartet es keinen weiteren Umsatzsprung für dieses Jahr. Das ist aber nicht weiter schlimm. Die Solarbranche wird zwar vielleicht ein bisschen zurückgehen, man erwartet aber trotzdem ganz großen Umsatz von allen anderen Segmenten. Und auch das Unternehmen möchte weiterhin investieren. Also Wachstumschancen sind hier auf jeden Fall jede Menge vorhanden. Schauen wir noch mal Richtung USA. Da gab es wieder heute eine Reihe von Konjunkturdaten, die fielen gemischt aus. Wie steht es denn um die Wirtschaft in den USA im Moment? Also die Wirtschaft in den USA entwickelt sich momentan sehr, sehr schleppend. Auch die Federal Reserve hat ja ihre Prognosen noch einmal zurückgeschraubt. Wie wir heute auch gesehen haben, zum Beispiel das Verbrauchervertrauen ist stärker gesunken, als eigentlich erwartet wurde. An den Börsen sah das Ganze dann wie folgt aus. Man hat sich darüber gefreut, dass die Immobilienpreise für die Einfamilienhäuser gestiegen sind, stärker gestiegen sind als in der letzten Zeit. Aber nichtsdestotrotz ist auch da ganz groß dabei oder ein ganz großes Thema eben die unklare Situation im Euroraum. Katrin Ehling von Xtrade Brokers, danke für Ihre Einschätzung und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Gerne, Ihnen auch. Dankeschön. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Wir sind am Ende der Sendung. Morgen früh gibt es dann die nächste Ausgabe. Börse Live, Punkt 8 Uhr sind wir zurück. Dann werden wir mal schauen, wie es beim Thema Zypern weitergeht, ob sich die Anleger weiterhin so unsicher verhalten oder ob der DAX doch nochmal Richtung 8000 Punkte durchbricht und vielleicht auch neue Höchststände im Auge hat. Mehr dazu dann, wie gesagt, für morgen früh 8 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder einschalten würden. Machen Sie es gut. Bis morgen.